Was ist das denn? Onkel Mario? Tatsächlich. Eine flinke Wache, ach nö. Alles kommt zu dem, der wartet. Die Ladung des Schiffes beschaffen. Okay. Den Kurier verfolgen. Aber was macht Onkel Mario hier? Oh, das war dumm. Ich bin nicht der Assassine, den ihr sucht. Sag ich doch, ja. Es war zwar nicht gewollt, was ich da gemacht habe, aber es funktioniert ja scheinbar. Oh, Moment mal, er haut ab. Haut ab, er haut ab. Hinterher. Ja. Oh, jetzt ist er flink unterwegs, der Kollege. Da muss ich nicht klettern, sondern rennen. Renn, 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 renn. Ich will euch nichts Böses. Eigentlich genau das Gegenteil, Amico. Immer schon hinter der Ecke hervorspähen. Oh. Hier ist niemand. Nein, nein, nein. Niemand ist hier. Lass mich los! Ich hasse diese Minnesänger bei solchen Missionen. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Neuigkeiten. Sorry. Vorsicht, nicht teure Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Heute treffen sich der Doge und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis. Ich sehe dich. Gehört sich schon gerade ein bisschen pervers an, was ich hier gerade sage. Ja, jetzt komm, lauf. Vor die Wand zu laufen, das schafft glaube ich jeder. Das ist nur keiner. Das sollten nicht so viele Leute machen, weil die nicht so dumm sind. Oh, das war dumm, 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 das war dumm. Lauf, 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 lauf. Ich muss da hinterher. Hier ist niemand. Gut, wie lautet der Plan? Schaff mir diese Typen vom Hals. Kauft mir ein wenig Zeit. Zieh. Ecolo, packt ihn! Hinterher. Von Ecke zu Ecke, man kennt's ja. Nach all den Dienstjahren und zahllosen Schnauze! Ruhe! Ich muss das gerade machen. Keine Ahnung, es ist so ein. Es muss sein. So. Ach, hier laufen sie immer noch hinter meinen Dieben her. Moment mal, was? Hier ist ein Aussichtspunkt. Hier ist ein Aussichtspunkt. Oh. Oh. Ich habe ein Gebiet übersehen. Nee. Nee. Ich habe ein Gebiet übersehen. Ach du Scheiße. Ich habe doch nicht ernsthaft ein Gebiet übersehen. Das glaube ich ja nicht. Mensch, hier kann ich ja noch richtig erforschen.
So soll das sein. Hier ist hier eine Codex-Seite. Ja, hier ist die letzte Codex-Seite. Wow, geil. Oh ja, jetzt macht das wieder mehr und mehr Spaß. Jetzt läuft das wieder. Hey, guck mal, ein Dieb. Ist das unserer? Ich glaube. Interessanter Weg. Der weiß ganz genau, dass ich hinter ihm bin. Er versucht auf jeden Fall schön jemanden zu verwirren, wenn einer hinter ihm herläuft. Er schafft es nur nicht wirklich. Wenn man flink ist und diesen Pfeil hat, dann geht das. Guck mal, schon wieder meine Diebe. Oh! Ach, was war das denn? Ach, da waren jetzt drei von diesen Minnesängern, ja? Ach komm, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Wegen diesen Minnesängern wurde ich da jetzt... wurde der Typ aufgehalten und ich bin aus Versehen in ihn reingerannt. Ja, super. Seht ihr? Genau deswegen hasse ich diese Minnesänger. Die sind einfach nur nervig und blöd. Nochmal. Ach Gott, dafür, ich will doch gar nicht nochmal... Blöd. Flupp weg. Wir kriegen dich schon noch. Dass sie echt ein unbekanntes Gebiet ist, macht mich echt schon ein bisschen fertig. Ach mein Gott, ey. Nimmt man einmal seine Diebe mit und lässt die was machen, hat man gleich wieder Probleme. Der Laute da. Stört doch nur. Fantastische Metallarbeiten. Hat jemand meinen Gehilfen gesehen? Er war doch... Moment, ich muss mich mal gerade markieren hier auf der Karte. Das kann ich ja gleich machen, bevor ich dann sogar noch irgendwas anderes hole. So, da ist jetzt meine eigene Markierung. Da ist jetzt zum Beispiel jetzt, da markiere ich jetzt die Codex-Seite, weil ich die am liebsten gleich holen möchte, wenn diese Mission zu Ende ist. Und dann wird noch ein bisschen erkundet und dann war's das wieder. Aber hey, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Die Strecke von dem Typen ist ja noch ein bisschen länger, so wie ich mir das denke. Guck mal, schon wieder ein Dieb. Die laufen auch immer die gleichen Wege. Prost. Rein theoretisch kommt er jetzt genau hierher. Sag ich ja. Hey, was ist das für ein Spielchen, Signore? Wollt ihr mich aus dem Geschäft treiben? Nein, nur ungern. Das fällt ihm gar nicht auf. Dass auch noch jemand hinter ihm her springt.
Das war sehr gefährlich. Verdammt, das muss ich ersetzen. Das gehört der Gilde und Meister Bacci ist berüchtigt für seinen Geiz. Ja, ja, bla bla. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Okay. Na okay, jetzt geht's. Okay, wir müssen jetzt schon zum Spanier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil das ist schon echt krass jetzt gerade. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach so, ach, man darf hier nicht entdeckt werden. Ah. Oh. Warum das denn? Das finde ich aber auch nicht in Ordnung hier. Nee, das finde ich gar nicht gut. Okay, nicht entdeckt werden. Das sollte an sich ja möglich sein. Des gesunden und balancierten Lebens. Ich habe nur 90 Sekunden, das ist nicht viel. Ich gehe mal hier außen rum, das ist glaube ich einfacher. Beziehungsweise es ist nicht einfacher. Das macht es eigentlich an sich nur noch schwieriger. Okay. Das haben wir. Oh, das haben wir aber ganz knapp wieder gelöst. Mal wieder ganz knapp wie immer. Okay. Jetzt sind wir der Kurier. Ach du Heilige. Alles kommt zu dem, der wartet. Ja. Oh Gott. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Werde ich nicht tun. Mitspielen. Attentat auf den Spanier. Okay. Da müssen wir, glaube ich, jetzt sehr aufpassen. Wie weit ist der Weg insgesamt? Wenn das der komplette Weg ist, natürlich nur. Okay, der ist schon, na, ist schon nicht schlecht. Hauptsache, wir infiltrieren erstmal alles hier. Ich heuere hier niemanden an. Ich glaube, das würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Bessere Preise als diese werdet ihr nirgends finden, meine Freunde. Schaut meine Waren und seht es selbst. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nur Ezio und versuche ja möglichst unaufmerksam, genau. Ich bin gerade so nervös, das ist hier schon wieder im kritischen Bereich. Keinen Fehler machen, keinen Fehler machen, keinen Fehler. Wie beim Referat in der Schule. Kein Fehler machen, kein Fehler machen. Oh, Fehler! Gut, dass das hier erlaubt ist, einen Fehler zu machen. Attenzione! Ja, Attenzione, das ist schon korrekt. Attention, please. Venedig wurde überarbeitet. Die neuen Strafen wurden als Zusatzartikel den entsprechenden Gesetzestext. Alter Schwede, das ist. Gut, dass ich nicht Ezio an sich bin, weil sonst würde ich. Schwitzen wie sonst was. Gut, dass das nur ein Spiel ist. Aber sind wir jetzt gleich schon da? Das wäre natürlich wunderschön. Das würde mir sehr gefallen. Ja, der Spanier. Die Sau. Das wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Es gab Komplikationen. So wie jetzt auch.
Ignazio. Es ist lange her. Rodrigo. Also, wo ist er? Hm. Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. So bestimmt nicht. Gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Ihr werdet mich nicht schlagen können. Das wollte ich doch gar nicht. Dafür bin ich viel zu gut, Kollege. Als ob er der Prophet sei. Ich überlege gerade schon, dass diese Überlegung wollte ich gerade schon preisgeben. Wie ich gesehen habe, was in der Kiste war, kam mir schon die Idee, dass es vielleicht von der Bundeslade sei, die wir ja bereits dann bei Assassin's Creed 1 ganz am Anfang gesehen hatten. Und das obendrauf, das war doch genau das, was wir auch haben wollten. Könnte es genau das gewesen sein, was auch nun von uns geholt wurde? Also beziehungsweise von denen, von den Templern. Weil es sah genau so aus, deswegen dachte ich mir, es könnte es sein. Alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Was meint er denn? Ich hab keine Ahnung, ich hab noch nicht mal eine Ahnung, was er meint. Das ist schlimm genug. So. Ich nehme jetzt mal einen Dolch hier. Moment mal, mir fällt gerade auf, wir haben ja den Typen hier bei. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ich hoffe nicht zu weit hier raus, natürlich. Ja, kämpft ihr ruhig gegeneinander, ist mir wurscht. Zack, schon mal erwischt. Ich will erstmal den Lanzenträger hier fertig machen, weil das sind immer die, die ich mich am meisten stören, weil die kann man nicht so schnell kontern. Da muss man erst einen Ausweichschritt für machen und so weiter und so fort. Deswegen, die stören mich eigentlich immer am meisten. Aber ich frage mich, was er meint, ob wir nicht Bescheid wüssten. Ich meine, wovon sollen wir denn Bescheid wissen? Das ist die bessere Frage, glaube ich. Ich habe genug erstmal hier mit den Wachen zu tun immer. Das tat auch weh. Genickbruch. Sauber. So. Und was jetzt, Kollege? Oh. Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Leute, was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Na, so gefällt mir das. So gefällt mir das doch schon viel eher hier. Macht ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Na, das sollte doch schon viel schöner werden hier. Wenn die sich um den Rest kümmern. Schaut, meine Freunde, unser Ezio ist ein echter Krieger geworden. Natürlich bin ich einer geworden. Ihr habt mich auch gut trainiert.
will jetzt, ich gehe einfach am meisten jetzt auf den Spanier hier. So, ich würde aber gerne doch noch auf den. Ach ja, niemals. Das stimmt wohl. Aber genauso gut können wir ihn beenden. Ja, es ist schön. Besonders den ich gerade vor mir habe. Das sollten wir ja, aber das ist auch immer so eine Schlacht, die man eher seltener schlagen sollte. Oder schlagen sollten. Oder schlagen müsste er. Und für mich gibt es nur noch mehr Wut. Ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Erzieher. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kam. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchen. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassin. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Volpe? Es ist wahr, wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Alles Assassinen. Das nenne ich mal eine Offenbarung hier. Oh, es hängt. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenke, nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenke, alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Wie schön sie das alles können. Nun sind auch wir ein Assassine. Nun, erst wenn wir den Todessprung ausgeführt haben. Aber das war das Ritual, was wir kennenlernen werden. Wir sind ein Assassine. Mitspielen. Na, das hat doch funktioniert, oder? Definitiv. Wir haben den Edenapfel erhalten. Das ist doch schon mal viel wert. Venezianischer Umhang erhalten. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 11 beendet. Ups, das ging schnell. Aber ein harter Kampf mit dem Spanier. Das muss man schon so sehen. Aber was konnte uns schon passieren mit Altair's Schwert? Und unseren ganzen Kollegen. Was ist hier los? Alles okay?
Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Alles gut noch. Ich glaube, die wissen noch nichts von den Hallus, die ich, die wir ja mal gehabt haben, beziehungsweise die Desmond mal gehabt hat. Oh. Oh Mann. Hä? Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Was? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Oh. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Der Papst ist Rodrigo Borgia. Hätte ich nie gedacht. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde. Es besteht aus Materialien, die es nicht geben konnte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Wow. Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Jetzt kommt aber echt alles Schlag auf Schlag. Den Edenapfel haben wir jetzt bekommen. Und der ist schon nicht schlecht. Mit dem venezianischen Umhang steigert sich der Bekanntheitsgrad in Venedig und der Romagna nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann warten wir noch, bis sich alles geladen hat. Und wir sind wieder in Forlì. Da sind wir wieder gelandet. Romagna, 1488. Gleichen Jahr, wo wir den, ja, es sind wahrscheinlich nur ein paar Momente her, dass wir den Edenapfel bekommen haben. Sondererinnerungen. Diese Markierungen identifizieren Sondererinnerungen. Das ist auch nicht, das ist auch cool. Ich glaube, diese Sondererinnerung werde ich beim nächsten Mal zuerst machen, bevor wir... Ja. Die reparierte... Bevor wir eine reparierte Erinnerung machen, okay. Also wir haben zwei Erinnerungen. Die werde ich beide gerne machen. Aber nicht jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in Forlì. Wenn ich dann die Erinnerung dort hinten abschließen werde, die Sondererinnerung. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, der Spanier ist entkommen. Wir haben ihn allerdings um seinen Edenapfel erleichtert. Wir haben viel durchgemacht, wir haben aber auch viel geschafft. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder hier in Forlì. Mit Ezio, Katharina Sforza und Machiavelli. Bis dann. Ciao.